trage jetzt meinen Creator-Code FLOBBY im Shop ein, um mich kostenlos zu supporten. Das Ganze funktioniert auch in allen Supercell-Spielen, also nicht nur in Clash Royale, und ist auch super einfach, aber der Code muss jede Woche erneut eingegeben werden, da er dort dann wieder aus dem Shop entfernt ist. So sieht das Ganze dann aus und so unterstütze mich dann in den Supercell-Games, wenn ihr einen Einkauf tätigt und ich bekomme dort einen kleinen Teil ab. Vielen Dank für euren Support. Moin Leute und herzlich willkommen zu dem ersten Update-Video auf meinem Kanal. Dem ersten richtigen Update-Video, denn ich bin jetzt im NDA-Club, das heißt, ich kann hier mit Hilfe eines Developer-Accounts den Content bzw. die Update-Infos schon im Vorhinein produzieren, um es dann für euch direkt hochzuladen, dass ihr sofort, wenn diese Karte rauskommt, ja, die Infos erhaltet bzw. wenn die Daten öffentlich sind. Und ja, die königliche Luftpost bzw. Royal Delivery in Englisch. Im Deutschen wird es wahrscheinlich wieder ein, zwei Changes geben. Ich weiß nicht, ob es jetzt final ist mit königliche Luftpost. Jedenfalls ist Royal Delivery die neue Karte. Und zu der Karte werden wir auch gleich kommen, aber es gibt so einige Sachen, die wir zu dem neuen Update erwähnen müssen. Ja, als erstes, Clash Royale feiert die 4 Jahre. Am 2. März wurde Clash Royale damals global, ja, rausgebracht. Das heißt, jeder konnte sie damals herunterladen. Und dementsprechend wird in dieser Season, in Season 9, jetzt das 4-Jahres-Jubiläum endlich gefeiert. Absolut insane auf jeden Fall. Und dort wird es dann auch ein, zwei coole Specials geben, die wir gleich sehen werden. Ja, das Besonderste jetzt in der neuen oder in dem neuen Update ist die königliche Luftpost Royal Delivery. Und zwar ist diese Karte so eine Art Katapult, die man auf den Boden werfen kann. Die braucht so lange wie eine Rocket, wird dann quasi auf den Boden, ja, drücken oder auf den Boden landen. Und er wird dort dann alles zurückstoßen. Alle Truppen ist sozusagen wie beim Snowball, dass alle Truppen dort einen Rückstoß und einen Slow bekommen. Und der Royal Delivery ist dann halt eben, dass ja, dieser Royal Recruit dort auf dem Boden dann landet. Das heißt, es ist quasi eine Snowball-Mischung mit einem Royal Recruit, der Damage von Pfeilen macht und nur in der eigenen Hälfte eingesetzt werden kann. Ihr werdet alles weitere gleich im Gameplay zu sehen bekommen. Vorher werden wir jedoch noch über einige Sachen vom Update sprechen. Die komplette Season 9 wird die neue Karte Royal Delivery geboostet sein. Dementsprechend wird sie auf dem Level wie das Level eures King Towers sein. Wenn ihr also Türme auf Level 13 habt, also Level 13 seid, dann werden sie oder wird die neue Karte auch auf Level 13 sein. Wie halt auch in den vergangenen Seasons, jetzt wie zum Beispiel mit der Widerreiterin. Ist auf jeden Fall extrem nice. Und ja, ein weiteres neues Feature ist die neue Arena. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Diese Arena ist komplett crazy. Hier bewegen sich rechts und links die Rollen, da oben laufen Goblins. Ganz verrückte Arena auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall ein neues, cooles Feature. Ja, hier ist... Ja, es gibt natürlich auch wieder neue Emotes. Und passend zum 4-Jahres-Jubiläum gibt es natürlich hier ein Healer-Geburtstagstorten-Emote. Verrücktes Emote feiere ich eigentlich. Da gibt es hier ein Royal Giant-Emote, ein Packer-Ballon-Emote, was man in Turnieren freischalten werden kann. Das wird dann announced werden. Und dann gibt es hier noch einen Fisch, der aus einer Torte herauskommt, was auch immer das genau sein könnte. Und ein Geburtstagsgeschenk, passend natürlich zum 4-Jahres-Jubiläum, wo dann ein Sparky rauskommt. Also 5 neue Emotes, die man dann in dieser Season freischalten kann. Ja, wenn ihr die Emotes bekommt, dann werdet ihr sie nämlich auch für immer haben. Man kann sie allerdings nur in dieser Season freischalten. Also, falls ihr ein Emote super cool findet, dann solltet ihr sehen, dass ihr es in dieser Season freischaltet, weil es das dann vermutlich in Zukunft nicht mehr freizuschalten gibt. Ja, zudem wird es noch von einigen Content-Creatern auch noch einige organisierte Challenges geben. Zum Beispiel von CWA eine Elite Barbarian Rush Challenge oder Sotex Cycle Mayhem. Also, da gibt es auf jeden Fall einige Challenges, die auf euch zukommen. Da müsst ihr dann einfach auf Social Media bereit sein. Ich werde euch dann dort auch informieren, falls mal solche Challenges sind. Vielleicht werde ich auch einige selber spielen. Das werden wir sehen. Ja, und dann gibt es noch eine ganz spezielle Überraschung. Die Trophäen diese Season werden nämlich nicht wie normal um 50% resettet, sondern nur um 25%. Das ist auch komplett neu. Das gab es vorher nicht. Einfach crazy. Nur für diese Season. Also mal schauen, was dann in der nächsten Season passieren wird, weil die Leute ja dann alle höher schon starten. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Ja, hier sehen wir auch schon den neuen Battle Pass Season 9 Geburtstags-Royale. Wie gesagt, Clash Royale wird 4 Jahre alt, dementsprechend die Geburtstags-Season auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, wenn wir uns hier den Season Pass angucken, ist natürlich wie gewohnt immer ganz normale Belohnung. Ab 10 gibt es dann den neuen Turmskin, den wir auch gleich live im Gameplay noch in Action sehen werden. Absolut geiler Turmskin meiner Meinung nach. Und ich finde auch einfach, diese ganze Geburtstagsseason hat irgendwie ein cooles Feeling. Ist cool gestaltet und gefällt mir sehr, sehr gut. Hier noch vermutlich noch ein Emote, das dann kommen wird. Und hier weitere Krotruhen und so weiter. Ganz normal, wie ihr es kennt in einem Battle Pass. Jetzt kommen wir zum Gameplay. Danach werden wir noch auf die Balance Changes kommen. Hier seht ihr es, der Golem wird ein Balance Change bekommen. Absolut crazy. Ich werde euch gleich erzählen, was es ist. Jetzt erstmal Gameplay zu der neuen Karte Royal Delivery und danach die Balance Changes. Ja Leute, wir befinden uns jetzt im Gameplay. Hier sehen wir direkt die neue Arena. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Arena sagt. Ich finde sie komplett verrückt. Man sieht hier überall irgendwelche Rollen, die sich bewegen. Da hinten die Kobolde.
Es ist komplett verrückt. Was sagst du dazu, Big Spin? Weißt du, was ich dazu sage, ist, du gehst schon wieder auf voller Schwitzerbasis mit dem Mauerbrecher Split an der Brücke rein. Was ist mit dir? Guck mal, ich hab einfach mal getestet, die Karte nach hinten gespielt, hier das erste Mal einfach gespielt. Man sieht, die Karte braucht extrem lange. Ihr seht es. Ja. Sie hat so einen Delay, könnte man sagen. Sie braucht so lange wie eine Rocket. Genau, aber das Problem ist halt, dass es irgendwie gefühlt länger aussieht als eine Rocket, weil sie eine andere Animation hat. Richtig, genau. Man sieht die Karte nicht die ganze Zeit, sondern das Einzige, was man sieht, ist der Schatten, der größer wird. Ja. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich die Karte das nächste Mal droppe, defensiv auf irgendwas anderes, wie lange es dann wirklich dauert, weil es kann wirklich extrem lange dauern. Du spielst Mega-Ritter. Mega-Ritter. Also, wir spielen jetzt hier die Knochenbombe. Ihr seht es, ich habe es gesetzt und es dauert einfach Jahre. Und dann kommt der Rekrut raus. Aber okay. Ich glaube, man muss wirklich wissen, wie lange es dauert, weil das kann echt schwierig werden, wenn man nicht weiß, wie lange man braucht. Aber okay. Warte, was passiert, wenn ich es auf den Turm setze? Zack, Alter. Okay, wenn du sie normal setzt, dann droppt sie hinterm Tor. Ich glaube, kommt drauf an, wie. Ich glaube, du kannst sie vor dem und hinterm. Ja. Also, wenn du sie ganz mittig platzierst, glaube ich, hinterm Turm, aber du kannst sie halt auch vorm Blatt. Also, du kannst sie ja jeweils anpassen. Sie ist halt recht viable. Ja. Und das Ding ist. Ja, vielfältig, genau. Der größte Vorteil, glaube ich, von der Karte, Leute, ist, dass man sie eben sehr vielseitig einsetzen kann, da sie eben Luft und Boden angreifen kann. Aber was das Problem so ein bisschen bei der Karte ist, hier sieht man jetzt vielleicht, dass sie extrem viel Value kriegen kann. Das ist geil. Aber ich sehe den Schatten nicht, kann das sein? Welchen Schatten? Was meinst du genau? Ich habe den Schatten gerade nicht gesehen. Echt? Sieht man den nicht als Gegner? Ich weiß es gerade nicht. Okay, können wir gleich testen. Kannst du die Karte mal setzen? Testen. Zack, Achtung, ich setze jetzt vor meinem Turm. Doch, sieht man. Aber ich glaube, das wurde geblockt von irgendeiner anderen Karte oder so. Dann sieht man es nämlich nicht so gut. Aber hört man die Karte wenigstens? Ich habe es bisher noch gar nicht gehört. Hört man, wenn der Gegner sie einsetzt? Ich glaube nicht, das ist so leise. Kann sein, dass man es hört, aber das hört sich so leise an, von dem, was ich bis jetzt höre. Das ist echt krass. Wir setzen die Karte echt mal. Krass. Also, ja. Ja, okay. Okay, du hörst, ich habe ein Problem. Das geht sogar klar. Ja, du spielst einfach Giant Graveyard, ich fass es nicht. Ist dir noch wohl dabei? Ja, mir ist noch wohl dabei. Okay, dann ist ja alles gut. Okay. Zwei Musketiere an der Brücke. Stopp. Wir beschützen einfach mal unsere Musketiere. Kannst du aufhören rein zu spammen? Du schwärst über Giant Graveyard und spammst an der Brücke rein. Was mit dir los? Spam gegen Spam und ich spam mehr als du, perfekt. Aber, so läuft das nicht, ja, genau. Aber jetzt könnte ich eventuell ein Problem bekommen. Problem? Echt? Oder? Wie viel Elixier hast du? Nee, du hast nicht so viel Elixier. Okay, ich dachte, du würdest jetzt irgendwie reingehen an der Brücke mit Giant Graveyard, aber nee, das war nicht der Fall. Ah ja. Wir gehen mal selber rein. Bin mal gespannt, was du dagegen jetzt machst. Easy. Killt ihr die Viecher? Ja. Oh, sie killt die Viecher. Das war echt strong. Das war richtig strong. Value. Ich hab... What? Ja, das war strong. Das war übelst gut. Machen wir ordentlich Druck. Worth it, Alter. So, jetzt schon die Karte gleich wieder. Ich glaube, ich könnte ein Problem kriegen. Die Karte ist nice, aber ich glaube, ich kann den Push nicht verteidigen. Okay, also ich muss sagen, die Karte hat viele Möglichkeiten, sie einzusetzen, da sie Luft und Boden angreift. Und man kann sie nur defensiv einsetzen. Sie wird niemals Damage am gegnerischen Turm kriegen, weil man sie nicht in der anderen Hälfte setzen kann. Das ist das Problem. Und der Recruit ist halt auch zum Beispiel Tuit vom Mini-Packer. Das heißt, wenn man sie jetzt gegen Mini-Packer einsetzt, ist sie Tuit. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie stark die Karte ist, aber sie ist auf jeden Fall interessant. Ja, Leute, hier zeigen wir jetzt nochmal, wo die Karte recht gut einsetzbar ist. Sie kostet ja 3 Elixier, dementsprechend genauso teuer wie das Koboldfass. Und sie kann das Koboldfass eben auch komplett clearen. Ihr seht jetzt hier nochmal den Radius. Es ist genauso groß wie der Klonzauber, ein Radius von 3. Dementsprechend so wie der alte Snowball quasi. Also es ist ein recht großer Radius. Man sieht, man kann den Tower komplett umdecken. Und wenn der Gegner jetzt ein Koboldfass spielt, in dem Fall jetzt hier Big Spin, kann man dann eben den Spell werfen. Man muss ihn allerdings recht früh werfen, da es wie eine Rocket ist. Und man sieht hier, es war, glaube ich, sogar ein Tick zu spät, oder? Also es war minimal zu spät. Man muss, obwohl ich so früh geworfen habe, war es quasi nicht rechtzeitig. Das heißt, ihr müsst es so wie eine Rocket einplanen. Es dauert recht lange. Und man sieht es auch von der Animation her, dass es halt echt dauert, bis diese Knochenbombe dann eben erst am Turm ist. Richtig, genau, ja. Ja, jetzt seht ihr es nochmal, die Interaktion gegen Minion Horde. Minion Horde killt eben die Knochenbombe auch komplett, so wie quasi auch die Pfeile. Man muss es wieder sehr früh einsetzen, es dauert einfach immer sehr lange. Man sieht es wieder, die Minions machen hier Damage, also man muss es echt früh einsetzen. Merkt euch das auf jeden Fall in Zukunft. Und dann greift aber die Karte, oder der Royal Recruit in dem Fall noch den Miner an. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine sehr solide Defense für 3 Elixier. Und jetzt sehen wir auch nochmal hier auf beiden Seiten, wie viel Damage der Recruit am Turm macht. Er macht nämlich auf Competitive genau 110 Damage, das heißt nur ein Hit, was natürlich nicht so
so stark ist. Das ist nämlich weniger Damage als Pfeile und man kann die Karte nur in eigenen Hälfte einsetzen. Das heißt, also allgemein einfach im Spiel ist sie offensiv sehr, sehr schwach, defensiv dafür recht stark. Und ein Royal Recruit hat auch keinen starker Pressure. Ne? Wenn man da irgendwie Skelette hat, dann ist das 0 Damage am Turm. Und Pfeile wären zum Beispiel sicherer Damage am Turm. Also mal schauen, wird sich zeigen. Kann auf jeden Fall gegen Minion-Horde-Kobold fast nice sein, aber gegen andere Karten kann es dann auch vielleicht mal ja nicht so stark sein, wie zum Beispiel ein Lock oder ein Snowball, was dann nämlich ein Elixier weniger kostet. Ja, Leute, willkommen in einem weiteren Match. Wir werden weiter die Karte testen und gucken, wie sie gegen andere Decks funktioniert. Und ja, grundsätzlich gilt zu sagen, sie kann eben Koboldfass und Minion-Horde killen. Also sie ist quasi vom Damage her so ein bisschen wie Pfeile, macht ein bisschen mehr Damage als Pfeile, aber nicht viel mehr. Ist so ein bisschen wie ein Snowball, aber stärker, macht also Knockback, resettet aber nicht. Also, ja, sie ist vielseitig einsetzbar. Wir setzen sie jetzt hier auf jeden Fall gegen die Mini-Packer ein, da sollte das ganz solide sein. Ja, auf jeden Fall, das geht klar. Okay. So, da setzt die Karte auch mal ein hier, zack, und da ist sie am Start, sauber. Also man muss wirklich mit der neuen Karte das Timing nochmal komplett neu lernen. Ja, man muss das Timing wirklich komplett neu lernen, weil sie ist... Ballon. Es ist wie eine Rocket, aber man muss es halt perfekt timen. Und es ist sehr schwer, weil du halt nochmal ein anderes Timing als eine Rocket hast. Ja, ich habe ja einen kompletten Hardcount. Nein, moin, der Ballon. Ja. Du hast den kompletten Hardcount, was soll ich machen? Und das Ding ist halt, die Karte macht keinen Schaden an den Ding, an den Ballon, so richtig. Ja, er macht kaum Schaden irgendwie am Ballon, das stimmt. Und der Knockback, ist der genauso wie ein Snowball? Weil der hat sich gefühlt ein bisschen weniger angefühlt. Aber ich... Ja, gute Frage. Ich glaube, er war so wie ein Snowball. Nur ich habe auch nicht die Karte. Ich habe sie jetzt auch nicht optimal gesetzt, tatsächlich. Ja, stimmt. Vielleicht hättest du sie vom Winkel her noch etwas anders setzen können. Ja. Weiß ich nicht genau. Okay. Ja, also die Karte ist auf jeden Fall... Sie ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar, da sie halt eben Boden und Luft und Co. angreifen kann. Aber man kann sie nur in der eigenen Hälfte setzen. Und das... ist halt echt komisch, weil das ist halt bei den anderen Spells eben nicht so. Und das ist halt auch ein ganz klarer Nachteil, wenn man zum Beispiel am Ende nur noch ein paar Leben am gegnerischen Tower hat und an den Tower nicht mehr finishen kann, stelle ich mir das extrem frustrierend vor, wenn man dann mit dieser Karte in der Hand ist und dann nichts machen kann, weißt du? Spielen wir mal einen Ballon. Ich denke, das könnte den Tower schon finishen, weil du hast nicht so die beste Defense dagegen. Okay, Snowball, ja. Beziehungsweise, also... ich sag schon Snowball, aber das ist ja eher die neue Karte. Ja, es ist die neue Karte. So. Alter, du hast halt so den Konter. Was ja doch, es ist schon. Ich hab grad noch mal drauf geachtet. Es ist quasi genauso wie ein Snowball. Also, es ist wirklich kein großer Unterschied zu merken vom Knockback her. Das ist natürlich auf jeden Fall solide, aber ist es so worth für 3 Elixier, wenn es einen sehr ähnlichen Effekt hat? Ne? Ich meine, der Recruit... ist halt nicht OP so. Der Recruit, der da rauskommt, ist ja kein Mini-Packer, der dann alles kaputt schlägt, sondern es ist halt auch nur ein Recruit. Klar, man hat den Recruit, aber bringt es viel, den auf dem Spielfeld zu haben? Ja, einer von 6 halt. Ne? Also es ist ja, als ob du einen Guard hättest. Es bringt an sich erstmal... Er kommt halt, wenn man die Einheit aggressiv an den Turm, also an die Brücke einfach einsetzt, dann kommt er halt für einen Hit ran. Das ist halt, ja, kann man vergleichen mit Fein oder so. Ist auch nicht so viel. Aber ja. True. Also ich muss sagen, wir werden in der Zukunft sehen, wie stark die Karte ist. Ihr sollt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Karte haltet. Ich muss sagen, ich finde sie sehr interessant. Sie hat eine coole Interaktion. Sie wird in Kombination mit Kobold, was auf jeden Fall sehr interessant sein, weil sie zum Beispiel da das einfach One hätte, man sie super einfach setzen kann. Aber wie stark die Karte ist, ich bezweifle, dass sie super stark wird. Was schätzt ihr? Schreibt es in die Kommentare und mal schauen. Ja, das Gameplay ist durch. Jetzt kommen wir noch zu den Balance Changes, denn dort gibt es auch einige sehr interessante Sachen, zum Beispiel nämlich auch den Golem. Und ich denke, darauf haben auch viele gewartet, dass ich jetzt eben dazu komme, was passiert mit dem Golem. Ja, beim Golem ist es nämlich so. Die Mini-Golems, die werden 22,5% weniger Schaden machen. Grundsätzlich erstmal Nerf, man denkt, das ist natürlich extrem schlecht. Dafür aber, der Golemite Death Damage wird um 55% erhöht. Das heißt, die Explosion von den Mini-Golems killt Skelette und Bats. Und das war vorher nicht so. Dort mussten beide explodieren. Jetzt kann einer explodieren und Bats und Skelette sind tot. Das ist für Ladder, glaube ich, eine extrem nice Änderung. Allerdings muss man natürlich sagen, in einigen Situationen auf jeden Fall Nachteil, weil die Mini-Golems weniger Schaden machen. Aber die Explosion alleine, die macht deutlich mehr Schaden, was auf jeden Fall ja auch nicht schlecht ist. Also kein großer Buff oder Nerf. Vielleicht im Ladder ein kleiner Vorteil, da eben die Explosion jetzt Skelette und Bats killen kann. Ganz groß angekündigt wurde auch der Miner, denn der Miner soll genervt werden. Allerdings meiner Meinung nach nur ein sehr kleiner Nerf, beziehungsweise kein sehr stark auswirkender Nerf, denn er macht nun statt 40% 35% Schaden an den Türmen.
Das heißt, er macht etwas weniger Schaden, aber nicht allzu viel und hat immer noch gleich viel Leben und tankt genauso lang für Bats, Skelette und so weiter. Dementsprechend, B-Red zum Beispiel hat er auch gesagt in einem Video von CWA, wenn Miner genervt wird, dann soll das Leben genervt werden, denn dann tankt er nicht mehr so lange für die ganzen Truppen in Mortar-Decks, in Mauerbrecher und so weiter Decks. Und Miner Poison generell, wo es nur darum geht, mit Miner Schaden zu machen, das darf auf gar keinen Fall eigentlich genervt werden. Also weniger Schaden von Miner würde wenig Sinn machen, sondern eher weniger Leben. Allerdings hat Supercell sich dazu entschieden, weniger Schaden zu machen. Das schwächt nochmal das Oldschool Miner Poison Deck von B-Red und ja, verändert jetzt nicht so großartig diese ganzen neuen Decks, die extrem stark sind mit Bats und Mauerbrechern. Aber okay, interessanter Change auf jeden Fall. Ich hätte erwartet, dass sie die Leben nerven. So machen sie am Schaden. Wird sich zeigen, wie sich das auswirkt. Bisschen schwächer ist der Miner, aber jetzt nicht so viel schwächer wie gedacht. Erdbeben bekommt auch eine kleine Änderung. Und zwar kann jetzt Erdbeben ein Tesla auch angreifen, was nicht ausgefahren ist. Also Tesla war immer der große Vorteil, dass der Tesla im Boden war. Und man konnte dort keine Spells drauf werfen. Kann man auch jetzt nicht. Aber der Erdbeben schon. Der kann ein Tesla, auch wenn es eingefahren ist im Boden, trotzdem treffen und Schaden dran machen. Ist nochmal ein kleiner Nerf für Xbo quasi. Aber ist jetzt auch keine super große Veränderung, weil meistens braucht man in diesen Matchups sowieso den Erdbeben für den X-Bogen. Primär als für den Tesla und ja. Aber trotzdem, es ist eine kleine Änderung, macht Tesla nochmal einen Tick schwächer. Finde ich okay, Tesla ist sehr stark. Ja. Und dann noch eine Änderung, die Kanone und Kanonenkarre betrifft, was ich sehr, sehr gut finde. Sehr guter Balance Change meiner Meinung nach, denn beide bekommen 5% mehr Schaden. Kanone wird wenig genutzt, Kanonenkarre wird wenig genutzt. Beide 5% mehr Schaden, ist ein kleiner Buff und beide sind jetzt ein bisschen mehr viable. Ich denke, beide kann man ein bisschen öfter spielen. Ich finde es sehr gut. Ist ein guter Schritt in Richtung, versuchen alle Karten möglichst gleich stark zu machen. Ein guter Balancing-Schritt und ich denke, damit kann man zufrieden sein. Ansonsten würde ich allgemein allerdings sagen, wird sich nicht so viel im Spiel ändern, da der Erdbeben nur einen kleinen Change hat, Kanone und Kanonenkarre nur etwas stärker werden, Miner nur etwas schwächer wird und Golem quasi nicht wirklich geändert wird. Also wir haben jetzt keine großen Changes, aber einige Changes, die auf jeden Fall helfen werden, die Meta noch besser zu machen. Und ja, die einzige Sorge, die ich so ein bisschen habe, ist noch der Bombtower, weil der ist wirklich nun deutlich stärker als alle anderen Gebäude und er wurde nicht angefasst. Das hat mich sehr gewundert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was noch so in den Balance Changes hätte passieren müssen. Das werden wir dann vermutlich nächste Season sehen. Und ja, ich finde, das Update insgesamt ist auf jeden Fall sehr gelungen. Mir gefällt vor allem die Arena, mir gefällen die Türme und so weiter. Also ich muss sagen, insgesamt echt einige coole Dinge, die hier, ja, Supercell sich ausgedacht hat. Ihr könnt ja nochmal die Meinung allgemein auch zum Update in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns dann in einem weiteren Video ganz normal wie gewohnt. Bis dann und haut rein. Ciao.